Was ist eigentlich das perfekte Startkapital, um mit Dropshipping loszulegen? Genau diese Frage möchte ich dir im heutigen Video einmal beantworten. Weil da draußen gibt es eine Fraktion, die sagt, hey, Dropshipping, da musst du keine Ware kaufen. Das bedeutet, du kannst auch mit einem Startkapital von 200, 300 Euro anfangen. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, hey, guck mal, du hast ja trotzdem deine Werbung, du musst verschiedene Kosten vorfinanzieren. Deshalb solltest du schon ein Startkapital von ungefähr 3.000 bis 5.000 Euro haben. Und in diesem Video möchte ich dir einen kurzen Überblick darüber geben, wie viel Startkapital du da haben solltest und welches das beste Startkapital ist, beziehungsweise welche Ergebnisse du mit welchem Startkapital du sehen kannst. Und eine Sache, die wir jetzt erstmal verstehen müssen, ist, dass das Startkapital nicht nur auf den monetären Faktor beschränkt ist. Viele Leute sagen Startkapital, na Kapital, Geld. Ist aber nicht so, weil du hast als einen Faktor natürlich dein Geld. Ja, also was kannst du monetär mit reinbringen, was hast du für Rücklagen und Ersparnisse? Natürlich ist es niemals sinnvoll, seine kompletten Ersparnisse da reinzuhauen, denn man sollte immer noch einen kleinen Sicherheitspuffer haben. Der zweite Faktor, den du allerdings hast, ist deine Zeit. Also wie viel Zeit kannst du rein investieren? Der Faktor ist von den allen, sag ich mal, die wir gleich aufzählen, wahrscheinlich der, der am wenigsten wichtig ist. Ich erkläre dir auch gleich warum. Und dann gibt es den dritten Faktor und das sind deine Fähigkeiten. Also was bringst du an Skillsets quasi mit? Hast du zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal ein erfolgreiches E-Commerce-Business aufgebaut, dann hast du natürlich mehr Fähigkeiten als jemand, der ganz am Anfang steht. Das heißt, die Fähigkeiten stehen in der Prioritätenliste eigentlich ganz oben. Ja, das heißt, Fähigkeiten sind das Allerwichtigste. Wenn du die Fähigkeiten hast, dann kannst du auch mit weniger Geld mehr draus machen, als wenn du wenig Fähigkeiten hast. Das heißt, je weniger Fähigkeiten hast und je weniger Zeit du hast, umso mehr Geld benötigst du, um das Ganze letztendlich aufzubauen. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass das Dropshipping-Startkapital niemals bei 200 bis 300 Euro liegen kann. Wenn du jetzt so ein Gott bist, so ein E-Commerce-Gott, der schon 10 Online-Shops aufgebaut hat, der einfach schon weiß, wie der Hase läuft, klar, dann findest du vielleicht ein Produkt, wo du genau weißt, hey, das wird auf jeden Fall funktionieren, packst du einen Online-Shop rein, machst deine ersten Sales, das Ganze refinanziert sich dann wieder und du kannst theoretisch mit 200 bis 300 Euro erfolgreich werden. Ist das jetzt für dich als Anfänger realistisch? Nee, weil du stehst ja ganz am Anfang. Und daher ist es auch so wichtig, dass du diesen Punkt hier kontinuierlich erweiterst, ne? Dass du hier quasi immer rein investierst in die Fähigkeiten. Wie kann man in Fähigkeiten genau investieren? Erstens natürlich, dass du irgendwelche Tutorials dir reinziehst. Das ist für mich die schwächste Form der Informationen. Online-Tutorials, weil erstens, wer gibt seine Strategie kostenlos auf YouTube preis? Zweitens, du hast ja keinerlei Anleitung, keinen konkreten Schritt-für-Schritt-Fahrplan. Dann das zweite sind die Kurse. Also diese typischen 200, 300 Euro Online-Kurse, Videokurse. Und das dritte ist wirklich Beratung-Mentoring. Also jemand, der auch, wo du quasi einen persönlichen Ansprechpartner hast. Bitte die zwei nicht verwechseln. Ein Kurs ist nicht gleich laufen mit einer Beratung, auch wenn in manchen Beratungen quasi Kurse mit enthalten sind, heißt das trotzdem, dass du im Regelfall noch einen persönlichen Ansprechpartner hast, wie bei uns. Ne, da hast du zum Beispiel immer einen persönlichen Ansprechpartner, im Regelfall sogar mich, ne, wo du einfach jederzeit Fragen reinstellen kannst und halt direkt Feedback bekommst. Und so kannst du natürlich deine Fähigkeiten ja nach oben eben aufwerten, weil je mehr Fähigkeiten du hast, umso weniger Startkapital brauchst du dann wiederum auch. Ne, das bedeutet, wenn du hier einmal gut in deine Fähigkeit investierst, dann kannst du mit weniger Geld auch erfolgreich werden. Jetzt erkläre ich dir auch warum. Weil, wenn du zum Beispiel Werbeanzeigen schaltest und du hast jetzt zum Beispiel zumindest mal einen Kurs oder eine Beratung, dann kannst du ja jederzeit mal nachhaken, hey, ist die Werbeanzeige, so wie ich sie gerade plane, überhaupt sinnvoll? Und dann sagt vielleicht dein Mentor, dein Coach, hey, mach das nicht, mach diese Werbeanzeige nicht. Wir sagen so ganz vielen Leuten, hey, die Werbeanzeige passt so nicht, musst du nochmal umändern. Und bevor du das jetzt quasi Geld zum Fenster rausschmeißt, weil du selber hättest gedacht, ja, ist ja alles super, passt, habe ich gut erarbeitet, ne, und würdest dann quasi Werbung schalten, da verlierst du ja Geld. So, während hier würden wir das im Vorhinein schon blocken und sagen, hey, guck mal, schalte doch erst gar nicht diese Werbeanzeige, weil, naja, würde dir eh kein Geld bringen. Das heißt, es ist auch besser, je mehr Geld du quasi investierst, weil der Zeitfaktor, der ist immer derselbe. Ob ich jetzt einen Online-Shop aufbaue, der 10.000 Euro macht oder sogar nur 1.000 Euro oder ob ich einen für 100.000 Euro aufbaue, die Arbeit, die du investierst, ist immer genau dieselbe. Du musst immer einen Lieferanten finden, du musst ein Produkt haben, du musst einen Shop aufbauen. Im Shop siehst du ja nicht an, ob jetzt 10.000 oder 100.000 Euro macht. Das ist völlig egal. Das heißt, der Aufwand, den du vom zeitlichen Faktor hast, der ist immer genau gleich. Deswegen ist dieser Zeitfaktor halt eben nur ein Faktor. Klar, du könntest mit Zeit kompensieren, wenn du sagst, hey, ich versuche mir so viel Wissen wie möglich anzueignen, dann schlage es quasi mit der Zeit. Ist aber fast nie sinnvoll.
Ne? Weil am Ende geht es ja darum, dass du Fähigkeiten hast. Und unter Fähigkeiten meine ich jetzt nicht, ich habe mir möglichst viele Tutorials reingezogen, sondern ich habe diese Fähigkeiten auch mal in der Praxis gelebt. Ne? Das heißt, zusammengefasst ist es immer super wichtig und du wirst quasi die meisten Chancen haben, um Geld zu verdienen, wenn du quasi, je mehr Geld du quasi investierst, ne? Je mehr Fähigkeiten du quasi hast. Du kannst das Ganze wie eine Formel sehen. Ne? Das heißt, du hast quasi Euro mal deine Zeit mal deine Fähigkeiten. So. Und je mehr du von all dem hast, umso mehr Geld wird hier rauskommen. Na, das bedeutet, wenn du extrem viel Fähigkeiten hast, dann kannst du zum Beispiel ein bisschen Startkapital kompensieren. Dann bist du in diesem zweiten Ring. Hast du alle diese drei Sachen, dann bist du im äußeren Ring. Und dann kannst du auch hier richtig viel Kohle machen. So, versus du hast die Leute, die hier irgendwo drin sind, die sagen, ja, Dropshipping geht ja auch mit 200 bis 300 Euro Startkapital, weil irgendwelche Lamborghini-Coaches, die in Dubai den ganzen Tag chillen, die sagen das ja. Ganz ehrlich, das sind halt Leute, die dich in das Geschäftsmodell reinlocken wollen, ne, weil sie sagen, hey, mit wenig Startkapital viel Geld verdienen. Aber es gibt kein Geschäftsmodell ohne Startkapital. Das ist einfach eine blanke Lüge. So, und das sollte man niemals glauben. Es gibt nicht das Geschäftsmodell, wo du kein Startkapital brauchst. Weil auch hier hast du ja immer Kosten für Shopify. Ne, du hast Kosten für Werbeanzeigen und im Regelfall hast du die Fähigkeit nicht, also brauchst du das Geld hier vorne. Ja, das heißt, du hast Kosten für Werbeanzeigen und du hast auch noch andere verschiedene Fixkosten. Du hast eine Buchhaltungssoftware etc. Und da lohnt sich mit 200, 300 Euro halt nicht, da in irgendwelche Umsetzungen reinzugehen. Na, deswegen empfehle ich immer mindestens, dass du so 3.000 bis 5.000 Euro mal mindestens hast. Na, 5.000 bis 10.000 Euro noch besser. Mit 3.000 bis 5.000 Euro kann man locker gut anfangen. Je mehr, umso besser. Ja, aber das ist so mal mindestens ein Startkapital, was ich mir zur Seite legen würde. Und dann kannst du natürlich die immer noch externe Fähigkeiten dazu einkaufen, dein Wissen, dein Knowledge erweitern, ne, und so natürlich dir dann auch ein bisschen Geld letztendlich sparen. Ne? Also ein guter Kurs, ein gutes Mentoring, eher ein Mentoring als ein Kurs, spart dir am Ende ja auch Geld, ne, weil du verbrennst nicht Sachen oder machst keine Fehler, du verbrennst nicht Zeit mit irgendwelchen Dingen, die am Ende vielleicht sowieso nicht funktionieren. Das ganz kurz zum perfekten Startkapital. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns im nächsten Video.